Okay, weiter in Kakariko. Ohne Unterbrechung. Uiuiui. Was gibt's hier denn noch Lustiges? Mit dem habe ich schon geredet. Vielleicht nochmal zu den Skulltulas rein, aber ich glaube nicht, dass die mir was Neues erzählen, aber. Na egal. Kann ja nicht schaden, oder? Ach nee, das war der Scheißding hier. Da meine Skulltulas, genau. Da jetzt unbedingt reingehen, um was zu spielen, will ich nicht. Wie schon gesagt, ich habe ja keine Schusswaffe momentan, da ich groß bin und meine Zelle nicht benutzen kann. Und habt ihr irgendwas Neues? Nein, habt ihr nicht. Ihr seht hier genauso scheiße aus wie vorher auch. Ah, da der, stimmt, der hüpft ja rum, den hab ich hier schon befreit. Der hat mir den 200 Rupee Bag, oder auf Deutsch 200 Rubin Sack gegeben. Mehr, mehr, mehr. Ich muss mehr. Okay, hier rein. Einfach, ich muss erkunden, ich weiß nicht weiter. Von daher, erkunden, erkunden, erkunden. Hey. Hey. Okay. Da schläft jemand. Talon, das ist der Talon. Zwei Frauen. Wir alle haben Schweres durchgemacht, aber wir möchten das lieber für uns behalten. Schau dir die Bärte auf dem Bett an. Ich wette, sogar einer wie er hat seine Probleme. Schau ihn an, den Bärtigen. Ich glaube, sie haben ihn von der Farm gejagt. Er hängt immer nur faul herum, den ganzen Tag lang. Das ist ziemlich gedankenlos. Der hat schlimme Zeiten. Okay. Ich habe auch eine Idee. Ich hatte mal gedacht, beim ersten Mal muss ich da wohl das Küken benutzen. Also, wie mache ich es am besten mit dem Küken? Es muss schlüpfen. Nicht wahr? Scheiße. Ja, gut, ich kann sowieso momentan kaum Items benutzen. Ich wollte gucken nach dem Lied der Hymne der Sonne. Hymne of Sun. Hymne der Sonne, da. Rechts unten oben. Okay. So. Denn Hymne der Sonne macht ja neuen Tagesablauf, halt Nacht, Tag. Und ich müsste dann mein Ei ganz schnell schnüpfen. Okay, jetzt nochmal. Ich finde das mit der Ocarina im Übrigen sau cool gemacht, ey, ohne Witz. Das ist eine gute Idee. Wow, das ist neu ausgebrütet. Super. Und jetzt wieder direkt ins Haus rein. Hihihihihi. Sehr schön. Und dann wollen wir dir mal direkt einen mit dem Küken verpassen, wie letztes Mal. So. Zack. Ah, nicht auf die Ocarina. Schade, scheißegal. Jetzt. Was zum Teufel? Ah! Kann man da nicht mal für Sekunden die Augen zumachen? Die London Farm wurde von Basil übernommen und heißt jetzt Basil Farm. Mich hat mein Haus geworfen. Schau mich an. Meine Tochter arbeitet immer noch dort. Ich mache mir Sorgen. Okay, werden wir definitiv mal einen Abstecher für machen. Okay, gut. Das Chicken kann ich jetzt wieder wegpacken eigentlich. Okay, jetzt haben wir hier gelöst. Ne, hier nicht hoch. Hier hoch wollte ich, genau. Oh ja, der Behindi. Der Behindi ist wieder da. Bitte in deiner Flasche. Was willst du denn haben? Ich habe nur Feen. Aber meine Feen will ich nicht verkaufen. Ich komme mal so selten ran. Behinderter, guckt euch den doch mal an! Ey, das ist unglaublich. Nichts gegen Behinderte. Also, ich kenne persönlich auch ziemlich viele. Ich habe auch Zivildienst geleistet. Habe einen Behinderten betreut. Es ist nicht witzig. Was ist das denn hier? Ach, das ist dieses Chess-Game, okay. Und das ist Tröpfe. Es sind anscheinend die ganzen, die früher bei Weißmann waren, bei ne? Siehst du das von hier aus? Irgendetwas passiert auf dem Todesberg. Okay, ja, aber das ist unrelevant. Ich muss erstmal in die Wälder. War das alles? Habe ich alles schon erkundet jetzt hier? Okay, da steht irgendeiner. Was hast du mir? Die Windmühle pumpt das Wasser aus dem Brunnen nach oben. Doch jetzt ist er ausgetrocknet. Okay, gut. Da ist der Friedhof.
Was ist denn hier? Windmüll? Ja. Oh, da ist ein Freak. Haha, der ist ja mal cool designt. Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Daran ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Warte. War ich das? Hab ich mit dir mal gesprochen? Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag, vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und Rattengesicht Pisser, ey, fick dich! Herein und als hätte Musik gespielt und alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Ey, das klingt cool. Gleich mal spielen. Ah, verdammt. Normal. Ja, normal. Na, verdammt! Leider kann ich das nicht in der Geschwindigkeit spielen. Was ist das für ein Lied? Hymne des Sturms. Moment. Lass mich überlegen. Ich habe das Lied vor 7 Jahren mal gespielt. Ich sollte das definitiv mal als kleines Kind nochmal spielen. Also hier nochmal reingehen als kleines Kind und dann nochmal die Hymne spielen. Hey, da oben, jetzt halt. Ich dreh durch. Okay. Hier runter. Wie komme ich an das Herz heran? Scheinbar erstmal nicht, oder? Fuck. Okay. Bla bla bla. Okay, ich muss immer darüber. Da ist doch ein Haus. Ja, eine neue Hymne, das finde ich cool. Hymne des Sturms. Werde ich bei Gelegenheit genau wie die Hymne der Zeit mal den Fröschen noch vorspielen beim Zoras Palast. Ob es die wohl auch in der Zukunft gibt? Und ob sie noch größer gewachsen sind? So, da muss ich rein. In dieses Haus, glaube ich. Zack, da ist wieder mal nichts drin. Denn das Ding hat nämlich eine Hintertür. So. Da, eine Hintertür. So. Komme ich nämlich noch hier hin. Oh ja, verdammt. Beides nichts drin. Hier oben irgendwas? Ah, hier oben ist auch eine Tür. War ich hier schon mal jemals drin? Ich glaube nicht, oder? Wo? Ich habe gehört, dass die verlorene Wälder ein mysteriöser Ort mit vielen noch seltsameren Gewächsen sind. Ich würde gerne mal eine Medizin mit einem der seltsamen Gewächse zusammenbauen, die es dort gibt. Ich sehe vielleicht nicht mehr so gut aus. Aber meine Nase ist noch sehr fein. Okay, also wenn ich irgendwas in den Wäldern finde, bringe ich das vorbei. Versprochen. Versprochen. Mach ich mal. Also mir wurde auch gesagt, dass es hier ein Trading Games gibt, also wo ich halt Sachen tauschen muss. Und die dann wieder wo gegen anderes tauschen muss. Und das gibt es halt einmal als Junge und einmal als Erwachsener Link. Ey. Zack, geht doch. Ah, toll, Rubin. Habe ich auch noch nicht genug von. Aber ich schätze mal, dass ich diese Trading-Reihen nicht hinkriegen werde, weil ich glaube doch, da braucht man sehr viel, Hilfe, beziehungsweise Wissen. Ja, die beiden kenne ich schon aus der Vergangenheit. Die tanzen nur, die erzählen mir, glaube ich, nichts Interessantes. Hier ist ein Stein, den wir können mal wegbauen. Habe ich eine. Oh, eine Dekonus. Wollte ich eigentlich nicht werfen. Mach du. Nicht? Dann nicht. Okay. Damit würde ich sagen, Kakariko abgeschlossen. Noch ein paar Büsche kleinhäckseln. Ah, Friedhof. Friedhof. Irgendwas ist hier auch mit Impa passiert, oder nicht? Und. Hier gibt es keine Wäsche mehr. Keine Truhe für die Vergangenheit. Muss ich hier mal schauen, was mit Impa passiert ist, oder? Oh, das sieht ja aber nett aus jetzt. Viel netter als früher. So mit Rasen und so. Mal reingehen. Oh Gott, aber früher nicht. Bitte des Totengräbers. Des Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen?
Nach dem Break lesen wir das Totengräbers Tagebuch. Seid ihr genauso neugierig wie ich? Dann schaltet gleich im nächsten Video weiter ein.